Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen an diesem schönen Samstag zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, um Mediennutzung gehen und halt um Social Media und warum ich denke, dass ihr oder ich oder generell alle weniger Social Media nutzen sollten, gerade bezogen auf die Jugend und die jungen Menschen. Ich dachte, ich mache so ein Video dazu, weil ich das irgendwie momentan relevant finde. Auch bezogen auf den Sommer. Also wenn ihr diese Sommervideos noch nicht geschaut habt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich habe da schon so ein paar Sachen gemacht und ich finde, das passt da auch ganz gut noch zu. Deswegen, ja, das ist natürlich sehr aktuell, Social Media, oder es ist eh immer aktuell, etwas über Social Media zu sagen. Von daher dachte ich, mache ich da einfach mal ein Video drüber. Als Einstieg möchte ich erstmal über die positiven Aspekte von Social Media reden und erstmal sagen, dass es natürlich nicht nur Negatives gibt. Also es gibt natürlich auch super viel Positives, worüber ich gleich sprechen werde. Nicht, dass ihr denkt, hier kommt jetzt so eine Liste von Dingen, die ich super scheiße finde an Social Media oder die halt super negativ sind. Es gibt natürlich auch positive Aspekte. Zum einen, und das finde ich auch so am positivsten, es ist die Möglichkeit zu kommunizieren und sich zu vernetzen mit anderen Menschen, egal in welchem Rahmen. Man kann darüber Freunde finden, was ich persönlich in der Corona-Zeit super krass gemerkt habe. Also man kann ja literally so mit jedem schreiben und die Vernetzung, egal ob man irgendwie Arbeit sucht und sich da connecten möchte oder einfach mit irgendwelchen Leuten schreiben will. Kommunikation ist ja bei Social Media das A und O und dafür ist Social Media natürlich super. Auch hilft Social Media ja natürlich super dabei, sich kreativ auszuleben und dies mit Menschen zu teilen, was ich persönlich als ja, keine Ahnung, Typ, der Videos macht, auch super findet. Also ich finde, es ist einfach toll, sich kreativ ausleben zu können, das anderen Menschen zeigen zu können im Internet. Klar kann man das auch in Real Life, aber man hat natürlich eine viel größere Reichweite, die man halt in Real Life jetzt nicht so hat. So von, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ein paar Sekunden können auf, keine Ahnung, YouTube oder so Leute dein Video zigtausendmal sehen und es geht ja in Real Life halt nicht. Deswegen finde ich, das ist eine super tolle Möglichkeit und das wäre natürlich ohne Social Media auch null möglich. Außer man hat eine Serie auf Netflix oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, das ist auf jeden Fall super positiv. Auch ist der Aspekt der Bildung super toll aus Social Media. Gerade auf YouTube mit den Dokus oder Lernvideos. Das ist natürlich wirklich etwas, was Menschen helfen kann und weiterbringen kann. Aber dazu komme ich auch bei den negativen Aspekten gleich nochmal. Bei Bildung, klar, man kann was lernen, aber man muss vorsichtig sein. Aber wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil ja, da gibt es auch vieles, was dem im Wege steht. Das war jetzt so das Anfangspositive, was ich über Social Media sagen sollte, damit dieses Video nicht überflutet von Negativität ist. Aber natürlich soll es auch um die negativen Aspekte in diesem Video gehen, sonst würde das Video ja nicht so heißen. Also würde ich sagen, wir starten mal mit den negativen Aspekten. Zum Thema Bildung kann ich gleich anknüpfen bei dem Negativen, denn es gibt eine krasse Informationsverzerrung auf Social Media, gerade auf TikTok. Denn jeder kann sich da hinstellen und irgendwas erzählen, was gerade politisch, also zum Beispiel politisch auf der Welt los ist. Und jeder kann es glauben und weil es viele einfach nicht mehr interessiert, wo die Info herkommt, ob die Person, die es vermittelt, wirklich so seriös ist. Und das ist halt ein krasses Problem momentan, meiner Meinung nach, weil damit halt Fake News wirklich gut verbreitet werden können und einfach verbreitet werden können. Und das ist natürlich wirklich schädlich für ganz viele Aspekte, das könnt ihr euch ja natürlich denken. Und das ist halt gerade auf TikTok so ein Problem, dass wirklich jemand in Anzug da stehen kann und seriös wirken kann, aber total scheiße redet und wirklich viele Menschen das glauben. Und Leute, ganz ehrlich, guckt bitte nach, wenn ihr irgendwie irgendwas auf TikTok seht, guckt auf Tagesschau, also das, darauf vertraue ich zum Beispiel. Also in meinen Augen ist das seriös, aber da habt ihr vielleicht auch eure eigenen Quellen. Natürlich am besten aus erster Hand. Aber guckt da nochmal, ob das wirklich stimmt, was in diesem Video erzählt wird, weil das ist wirklich ein sehr negativer Aspekt und da sollte man echt weniger auf Medien, also auf Social Media vertrauen. Außerdem ist man natürlich, wenn man sich für Politik generell interessiert, in so einer Bubble, jeder, der politisch interessiert ist, kennt das und ich persönlich auch. Also ich schließe mich da nicht aus so, aber wir müssen alle darauf achten, dass dann oftmals nur eine Seite beleuchtet wird, weil man in seiner Bubble ist, wo jeder, sag ich mal, annähernd dieselbe Meinung hat. Und deswegen sollte man auch Nachrichten gucken und so, wo es nicht auf einer Seite, sondern
mindestens auf beiden oder generell halt mehr perspektivisch betrachtet wird, weil dann hat man einfach das beste Meinungsbild, was man haben kann, weil man halt einfach mehr weiß von jeder Perspektive, nicht nur von seiner eigenen oder von der Bubble, in der man so auf Social Media unterwegs ist. Als nächsten negativen Aspekt habe ich die Gesundheit. Das ist für mich ein sehr relevanter Aspekt, warum ich auch dieses Video mache, weil ich habe das Gefühl, es wird sehr wenig darüber aufgeklärt oder darüber geredet und es wird so eher sehr normalisiert, gerade diese TikTok-Sucht oder so. Von daher dachte ich, nehme ich das auch einfach mit rein. Also natürlich die größte Auswirkung oder die am schnellsten passieren kann, ist die Sucht. Und ich denke, das wird auch wirklich unterschätzt, weil nicht so oft darüber geredet wird. Ganz ehrlich, Leute, es ist nicht normal, wenn man 6 Stunden am Tag oder auch schon 3 Stunden am Tag auf TikTok swipe und die ganze Zeit Videos guckt. Das ist super schlecht fürs Gehirn, für die Konzentration, für viele Dinge. Von daher, Sucht ist wirklich ein großes Thema auf Social Media und gerade im Sommer sollte man das endlich machen. Oder auch generell, weil Sucht ist ein schwieriges Thema und das geht auch auf Social Media, dass es nicht nur das Drogen oder Alkohol das Problem sind. Es gibt auch eine Social Media Sucht und das solltet ihr auch wirklich ernst nehmen und das versuchen so on the low zu halten, dass man nicht davon abhängig wird. Und es sind bestimmt gerade Leute, die das gucken und sich denken, ich habe locker 5 Stunden Screentime auf TikTok. Ich lege euch ans Herz, versucht es einfach mindestens auf 4 Stunden. Versucht einfach mal 1 Stunde runter zu brechen oder 2, je nachdem, wie gut ihr das könnt, um mal was anderes zu machen, weil das ist wirklich ein sehr ernstes Thema. Wie ich eben schon angedeutet habe, ist das auch wirklich nicht gut fürs Gehirn, weil wenn ihr die ganze Zeit rumswiped über Stunden und irgendwelche 15-Sekunden-Videos guckt und die vielleicht 5 Sekunden anguckt, dann hat euer Gehirn ja wirklich jedes Mal was Neues zu verarbeiten und dafür ist unser Gehirn ja eigentlich überhaupt nicht ausgelegt. Von daher ist das wirklich schädlich und auch für eure Glückshormone, die immer weiter ausgestreut werden, wenn ihr das immer weiter guckt und immer krasser werden, also sage ich mal so schneller und so, dann könnt ihr euch schlecht konzentrieren auf andere Dinge länger, also ich sage jetzt mal Texte lesen oder so, und das habt ihr bestimmt auch schon in der Schule gemerkt und denkt, ihr habt irgendwas anderes, aber oftmals kommt es einfach von Social Media, also von TikTok. Von daher versucht es einfach zu minimieren, wie gesagt, weil das hat auch keine guten Auswirkungen fürs Gehirn, weil es ist halt einfach nicht dafür ausgelegt. Und dann geht es euch besser, geht es eurem Gehirn besser, tut euch was Gutes, wirklich. Zum anderen möchte ich diese Schönheitsideale mal ansprechen, weil irgendwie wird das bei diesen Videos so nie so angesprochen, warum man Social Media weniger nutzen sollte. Aber ich finde, das spielt auch da rein, weil wir leben heutzutage in wirklich so einer Gesellschaft, die wirklich auf so Schönheitsideale hören. Und klar waren die schon immer da, aber heutzutage finde ich es noch krasser, gerade auf Social Media, dass man wirklich, egal welches Geschlecht, immer Schönheitsideale hat und man genauso aussehen will und man vergisst, dass vieles fake ist. Also versucht euch einfach nicht zu vergleichen, um diese Schönheitsideale wirklich in die Ecke zu tun, weil das ist Trash, wirklich. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. So, literally, viele sagen das ja, aber es ist wirklich so. Ich meine, jeder hat einen verschiedenen Körper und nicht alle können so krass durchtrainiert sein und so. Von daher, all cool. Kommen wir zum letzten Punkt, der Zeitverschwendung. Das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt dieses Videos, weil, Leute, ganz ehrlich, was bringt euch das, wenn ihr stundenlang auf TikTok rumswiped und irgendwelche Dopamin-Kicks sucht? Like, was bringt das? Ich meine, da sind super viele Videos, die einfach unnötig sind. Ihr supportet damit teilweise unnötige Menschen. Und ihr verschwendet so viel Lebenszeit, gerade Jugend. Also ich meine, klar, ich bin auch jugendlich so, aber ihr könnt so viel geilere Sachen machen, wenn ihr nicht die ganze Zeit TikTok gucken würdet. Ihr könnt ein neues Hobby anfangen. Guckt auf Pinterest, da gibt es Listen mit neuen Hobbys, was ihr machen könnt oder was ihr machen könnt, wenn ihr nicht am Handy seid. Solche Listen gibt es auch schon. Ihr könnt Freunde anrufen, gerade für den Sommer. Guck mal, wenn niemand mehr oder viele das einfach runterschrauben würden, auf TikTok zu sein im Sommer, könnte man so geilere Aktionen machen. Also diese ganze Gemeinschaft, sage ich mal, diese ganze Jugendgemeinschaft wäre mehr draußen, etwas wie früher, so klingt trashig, aber ich glaube, wenn man das mal so sich in den Kopf gehen lässt, wie cool das wäre, wenn alle mehr draußen wären und alle mehr miteinander wieder machen würden und nicht dieser ganze Hate, der ja auch durch Social Media kommt, da wäre und nicht alle so Ego wären durch Social Media, dann wäre es doch also wirklich viel positiver und viel cooler
und man könnte viel coolere Aktionen auf die Beine stellen. Von daher checke ich einfach nicht, warum man so viel Zeit damit verschwendet. Außerdem ist es natürlich auch so ein Ding mit der Produktivität. So, wenn man die ganze Zeit verschwendet auf Social Media, ist man nicht produktiv. Und dadurch findet ja einfach keine Weiterentwicklung statt, egal ob mental oder bei der Arbeit, bei der Schule, whatever. Nur wenn man seine Zeit damit verschwendet, irgendwelchen unnötigen Kram über Stunden zu gucken. Und dabei könnte man irgendwie so viel andere Sachen machen, was in die produktivere Richtung gehen würde. Man könnte Sport machen, man könnte rausgehen, man könnte sich in so vielen Dingen weiterentwickeln. Aber wenn man TikTok guckt, geht das halt meist nicht. Natürlich gibt es auch gute TikTok-Kanäle, aber an sich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine vom Prinzip her. Wenn es ganz schlimm kommt, werden halt Hobbys auch nicht mehr ausgelebt und es besteht keine soziale Bindung mehr so richtig, aber das natürlich nur im richtig krassen Fall, wenn man richtig in der Sucht ist. Aber das kann natürlich auch davon kommen und da müsst ihr auch echt drauf achten. Wenn das dann schon so der Fall ist, dann versucht das mal irgendwie ein bisschen runterzukurbeln. Und für mich das Schlimmste ist halt, dass das alles normalisiert wird. Klar, es gab Social Media schon immer und es war auch immer ganz okay, aber es wird wirklich normalisiert, dass man ständig am Handy ist, ständig, also wirklich fast die ganze Zeit irgendwas macht, irgendwie, also Videos guckt, so. Und ich finde das auf YouTube gar nicht so schlimm, weil ich finde, das Niveau auf YouTube ist meist etwas besser als auf TikTok. Deswegen ist dieses Video auch meist auf TikTok bezogen, so. Aber auch Schönheitsideale und so natürlich auf ganz Social Media. Aber vieles ist auf TikTok bezogen, von daher, damit ihr so meinen Denkprozess verfolgen könnt irgendwie. Aber ja, ich finde halt schlimm, dass das alles so normalisiert wird, so Freunde, damit das Video nicht zu lang für euch wird und ihr euch trotzdem noch auf dieses Video konzentrieren könnt, obwohl es eh schon zu lang ist, würde ich sagen, wir kommen zum Abschluss von diesem Video. Also mein Wunsch nach diesem Video wäre, dass sich das etwas ändert, dass man mehr im Real Life lebt, mehr im Jetzt lebt und einfach die Zeit genießt. Leute, es ist eure Zeit, ihr lebt jetzt und nie wieder. Von daher seid mehr in Real Life, mehr wirklich so draußen mit Leuten und nicht alleine auf TikTok, weil das wäre echt, also finde ich persönlich sehr cool. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch vielleicht weitergeholfen oder ihr denkt vielleicht etwas über euren TikTok oder Social Media Konsum nach. Würde mich auf jeden Fall freuen und es würde mich auch freuen, wenn ihr das Video liked und mich abonniert. Kommentare finde ich immer cool. Von daher macht es einfach. Ihr könnt irgendwas kommentieren, irgendeine Scheiße. Ich lese das alles durch. Und ich hoffe, ihr habt noch einen ganz schönen Tag mit sehr gutem Wetter und einfach eine geile Zeit.